willkommen. Owe, hi, Schwede, setzt euch. Beide auf die Couch neben mich. Wir wollen mal hier gerade das Mikrofon unter dem Kissen herkrammen. Ist denn hier genug Platz für alle? Ja, es geht schon. Wunderbar. Also erstmal herzlich willkommen bei Interaktiv. Ja, also ihr seht, wir haben Zuschauer im Publikum, die schon gerade einige Fragen haben mich gestellt. Alex, wer ist das? Alex, woher kommen die? Haben die schon eine Platte raus? Wie lange gibt es die schon? Was machen die für Musik? Also all diese Fragen müsst ihr jetzt beantworten. Bitte, ihr habt das Wort. All gut. Sascha, wie lange gibt es uns? Seit 4 Jahren. Mhm. Und wir kommen aus Mainz. Mainz, wie es singt und lacht. So ungefähr. Mhm. Seid ihr karnevalistisch? Gar nicht. Na gut. Mhm. Und wir hatten eine Kleinigkeit schon mal auf dem Markt, das kennt vielleicht auch noch Viva von damals. Komm, lass uns Liebe machen. Genau, komm, lass uns Liebe machen. Haben deshalb eine kleine Pause gemacht, weil wir inzwischen die Plattenfirma gewechselt haben, neues Management, neue Produzenten. Also und alles überholt, alles general das überholt. Das dauerte eine ganze Zeit, ja. Und jetzt sind wir wieder da. Jetzt wir sind sogar seid hier. Ihr wieder da. Das freut uns. Bei uns mit Single. Die heißt auch Single. Ja. Wird auch so geschrieben, also S.I.N.G.L.E. Single. Da habe ich mich natürlich gleich gefragt, ist da noch ein tieferer Sinn dahinter, wenn man die Buchstaben so abkürzt? Nein. Dahinter nicht. Nein, heißt einfach nur so. Einfach, es geht um, es sollte halt ein bisschen das Interesse wecken, so, dass man raufguckt, was kann dahinter sein. Scheinbar hat es gewirkt, bei dir hat es gewirkt. Ich bin da fragt schon jemand. Manipulierbar. Geht aber um Beziehungen, das Für und Wider. Jede Medaille hat 2 Seiten. Mhm. Von wegen Beziehung, keine Beziehung. Und man möchte immer das oftmals irgendwann haben, was man nicht gerade hat. Mhm, kennen wir wohl. Vielleicht alle mal, wenn man das schon mal erlebt hat. Es kam auch eben die Frage, wo ich mich selber ein wenig gewundert habe, weil ich das eigentlich auch wissen würde. Wahrscheinlich ist es für euch eine doofe Frage oder auch nicht. Vereinigte Arroganz. Wieso? Das ist ganz einfach. Seltsam. Erstens gliedert sich das in Vereinigtes Deutschland. Mhm. Er kommt aus dem Osten, mhm. Ich aus dem Westen. Ich komme aus Nähe von Berlin. Mhm. Ich Saarlouis an der Saarbrücken. Dadurch Vereinigte. Mhm. Da haben wir ja schon mal was Wichtiges. Und dann Arroganz liegt einfach daran, wir waren früher 4 Kumpels. Nein. Die in Wiesbaden immer so im Nachtleben unterwegs waren. Da hieß immer, ach, die arroganten 4. Und von arroganten 4 sind dann 2 übrig geblieben. Wieso, dann daneben genommen haben? Nee, so schön. Ach, in der Jugend macht man mal so Sprüche in Läden und auf der Tanzfläche wissen. Rumgemacht und so und dann hat man halt schnell einen Ruf weg. Nur ein bisschen abgetanzt, aber so natürlich nicht so ganz still und leise, sondern auffällig. Also du meinst nicht rumgemacht im Sinne von rumgeknutscht? Nein, um Gottes Willen. Kinder nicht nachmachen. Nicht nachmachen, Leute. Sondern rumgemacht im Sinne von auffällig getanzt und die Leute, die sich dann nicht getraut haben, haben dann gesagt, so, ups, die sind ja irgendwie wichtig. Richtig, da kommt denn. Aber es soll mehr, ich muss das mal noch mal kurz erklären, Arroganz soll mehr das gesunde Selbstbewusstsein widerspiegeln, was jeder an den Tag legen sollte heutzutage, um irgendwas auf Reihe zu kriegen, vielleicht im Leben. Und von daher arrogant nicht so negativ sehen, sondern gesundes Selbstbewusstsein. In den Tag gehen, zusammen was schaffen. Vereinigte Arroganz, gemeinsam ein Ziel verfolgen, etwas schaffen. Das ist so die Idee des Namens. Aha. Und was habt ihr denn vorher gemacht, bevor ihr zur Musik gekommen seid? Du bist aus der ehemaligen DDR, bist dann irgendwann rübergekommen. Richtig. Und hast vorher was gemacht? Ich war bei der NVA, wer das noch kennt. Damals habe ich nicht, ich habe ein Abitur gemacht, bei der NVA gewesen. Dann eine Ausbildung hier in Mainz, da haben wir uns kennengelernt, eine Ausbildung gemacht im Hotel. Und dabei kamen wir dann irgendwann auf die Idee, dass wir irgendwas Richtiges machen sollen im Leben. Und dann haben wir Musik dann mal gemacht. Das ist schon 4 Jahre her. So viele andere Jobs vorher einfach gemacht. Ein bisschen rumgejobbt hier, ein bisschen rumgejobbt da. Und dann habt ihr schließlich euren Weg zur Musik gefunden. Wer ist bei euch für was zuständig? Texte, Musik? Beide machen alles. Zusammen. Texte werden geschrieben, schreiben wir beide zusammen. Also, und Musik mit dem Produzententeam zusammen. Und ich habe in eurer Bio gelesen, da stand irgendwie ein Satz drin, von wegen die Fantastischen 4 mit Dida hatten euch damals so beeindruckt irgendwie. Dann habt ihr gedacht, okay, was die können, können wir auch. Wir möchten auch was in der Richtung auf die Beine stellen. Beeindruckt natürlich auch, weil sie damals der erste, muss man immer wieder sagen, mit die erste Sache war, die es geschafft hat, diese deutschen Hip-Hop populär zu machen. Ja. Es waren viele schon davor da, aber sie haben es geschafft, den Durchbruch für den deutschen Hip-Hop zu holen. Und da war natürlich die Idee geboren. Vorher gab es nur englischsprachige Sachen. Und jetzt war natürlich klar, kann man es auch deutsch machen? Und wir haben gesagt, ja eben. Versuchen wir es auch mal. Offen einfach. Mhm. Und Bock hatten wir schon immer auf Hip-Hop, aber englischsprachig, da hast du halt nicht so eine Chance. Ich muss dich gerade noch was fragen. Schwede wirst du genannt, aber du hast ja eigentlich Sascha. Ja. Wieso jetzt Schwede, alter Schwede? Pseudonym, Künstlername. Einfach so. Ich nenne ihn schon immer so, den Schweden. Dann fährst du gerne nach Schweden. Ich sage immer Schwede, zu mir sagen die Leute immer Schwede. Insofern hat sich das irgendwie ergeben. Ach so, einfach nur so. Hat auch keinen besonderen... Ich vermute hinter allem immer irgendeinen tiefen Sinn, aber brauche ich irgendwie bei euch gar nicht.